Albus Dumbledore, Charles Xavier, James Moriarty, Robert Langdon. Professoren sind cool, keine Frage. Das ist ein Beruf, bei dem dir der Respekt auf der Straße garantiert ist. Aber lohnt es sich auch? Ist es ein guter Karriereweg, Professor zu werden? In diesem Video lernst du den Arbeitsalltag eines Professors kennen und findest vielleicht heraus, ob es auch für dich was wäre. Auf geht's! Hallo Leute, ich habe sehr lange, fast mein ganzes Studium über gedacht, dass ich mal Professor werde. Informatik war für mich nie nur ein Mittel zum Zweck. Ich brenne für mein Fach und bin eigentlich auch immer ganz gut drin gewesen. Außerdem begeistere ich mich für die Lehre. Ich habe an der Uni unzählige Übungsgruppen geleitet, Tutorials gegeben, Klausuren korrigiert. Und dabei habe ich eng mit Professoren zusammengearbeitet, zu denen und zu deren Lebensstil ich sehr aufgesehen habe. Ich habe meine Bachelorarbeit dann auch in einem sehr theoretischen, forschungsnahen Fach geschrieben und im Master sogar ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht und auf einer Konferenz in Cambridge präsentiert. Am Ende meines Studiums hatte ich entsprechend auch schon mehrere PhD-Stellen anvisiert und war schon mit einigen spannenden Professoren im Gespräch. Und jetzt bin ich Softwareentwickler bei Facebook. Was ist denn da passiert? Gut, das ist ehrlich gesagt eine längere Geschichte und das wird vielleicht mein eigenes Video, wie die Industrie mich abgeworben hat. Wenn du Bock auf das Video hast, weißt du ja, was du zu tun hast. Kommentar schreiben. In diesem Video will ich aber ganz allgemein mal fragen, was macht überhaupt ein Professor und für wen ist das der richtige Karriereweg? Nur, wer beantwortet diese Fragen? Ich selbst habe ja letztlich nicht mal den Doktor angefangen und ich kann mich nicht anmaßen, mich wirklich in jemanden hineinzuversetzen, der diesen langen Weg zur Professur gegangen ist. Am liebsten hätte ich natürlich eine Kollaboration gemacht, aber es ist leider gar nicht einfach, einen echten Professor zu finden, der gleichzeitig YouTube-Videos macht. Das scheinen irgendwie noch zwei Welten zu sein, die... Wo kommt die Musik her? Was passiert hier? Hallo, ich bin Michel Lemeschko. Ich bin Professor der theoretischen Physik. Ich meine, ein echter Physikprofessor. Ich arbeite am Institute of Science and Technology Austria in der Wien-Umgebung. Beruflich versuche ich zu verstehen, wie unsere Welt auf dem Quantenniveau funktioniert und wie man die Quantentechnologien in unserem Alltag verwenden kann. Auf diesem Kanal erzähle ich dir über die Dinge, die mich als Wissenschaftler faszinieren und versuche dir zu zeigen, wie wir, die echten Wissenschaftler, über Wissenschaft reden und denken. Das ist unser Mann. Ich musste hier einfach den Kanaltrailer von Professor Lemeschko nochmal einbauen, weil ich den unglaublich feiere. Insgesamt bin ich echt schon jetzt ein riesengroßer Fan des Kanals. Das sind richtig gut gemachte Videos, Physik einfach erklärt, witzig erklärt, unbedingt angucken. Ich habe seinen Kanal übrigens entdeckt, weil auf meinem Discord-Server jemand ein Video von ihm geteilt hat. Komm auf den Discord-Server, er ist sehr gut. Link in der Beschreibung. Ich habe ihm dann natürlich sofort geschrieben, wir hatten einen Zoom-Call und er hat sich bereit erklärt, hier einige Fragen für uns zu beantworten. Also, Professor Dr. Lemeschko, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Servus, grüß Gott, das ist Michel Lemeschko aus Wien. Es freut mich wirklich sehr, mit dir in diesem Video zusammenarbeiten zu dürfen. Misha, bist du glücklich als Professor? Und würdest du den Beruf jemand anderem weiterempfehlen? Ich persönlich bin als Professor extrem glücklich. Das heißt, dieser Job ist genau das, was ich beruflich tun möchte, als auch sie passt sehr gut meine Persönlichkeit, finde ich, und meinem Lebensstil. Ob ich anderen empfehlen würde, Professorinnen und Professoren zu werden, ist eine sehr komplizierte Frage. Von mir aus sehe ich bestimmte Parallelen zwischen Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu sein und zum Beispiel Künstlerin oder Künstler zu sein oder Autorin oder Autor zu sein. Ich habe mal einen Ratschlag an junge Autorinnen und Autoren gehört. Wenn man fragt, soll ich Autor werden, soll ich Bücher schreiben, was man fragen muss, kannst du nicht schreiben. Wenn du das kannst, ohne Schreiben zu leben, dann wirst du kein Autor. Wissenschaftler zu sein ist ein Traumberuf. Man hat sehr viel Freiheit, man kann das forschen, was man forschen will. Man darf sehr viel reisen und sehr intelligente Menschen treffen und mit ihnen zusammen viel Spaß haben. Ich würde aber dir denselben Ratschlag geben. Wenn du Wissenschaft nicht genug liebst, um das jeden Tag zu machen, lohnt es sich nicht. Und es gibt viele andere wunderbare Jobs. Damit ist die Ausgangsfrage ja quasi schon beantwortet. Aber um das noch mal ein bisschen genauer zu verstehen, wie sieht denn überhaupt dein Arbeitsalltag aus? Jetzt sehen alle Tage gleich aus. Und zwar, ich sitze auf meinem Sofa in meinem Pyjama und spiele mit meinen Katzen. Was genau du jeden Tag und jede Woche machst,
hängt von deinem Bereich ab. Es sieht zum Beispiel in Soziologie anders aus als in experimenteller Physik. Und das hängt auch von deiner Laufbahnphase ab. Wenn du keine eigene Gruppe hast, also als Doktorandin oder Doktorand oder Postdoktorandin oder Postdoktorand, arbeitest du am meisten selbst. Also du machst Experimente natürlich mit einem Team, aber du machst Wissenschaft mit deinen eigenen Händen sozusagen. Als theoretischer Physiker arbeitest du ziemlich oft mit experimentalen Daten. Also du versuchst zu verstehen, was genau dort passiert, in dem, was die Experimentatoren gemessen haben. Und versuch die theoretischen Modelle zu entwickeln, die zukünftige Experimente auch vorhersagen können. Manchmal kannst du diese Modelle an Papier herleiten, mit einem Stift sozusagen. Die sind mehr mathematische Modelle. Ziemlich oft sind diese Gleichungen zu kompliziert, um sie an Papier lösen zu können. Und dann muss man programmieren. In theoretischer Physik programmiert man sehr viel. Und ich glaube, es ist in anderen Naturwissenschaften auch so. Es gibt Leute, die Experiment machen, auch in Chemie, Chemie und in Biologie. Und es gibt spezielle Leute, die diese Experimente noch tiefer zu verstehen versuchen, die theoretische Chemiker oder theoretische Biologe. Wenn man sich auf diesem Niveau befindet, sieht es ganz anders aus. Professorinnen und Professoren müssen eine Gruppe leiten, die aus Doktorandinnen, Postdoktorandinnen, Masterstudentinnen und so weiter besteht. Deswegen haben sie normalerweise nicht so viel Zeit, um überhaupt alles bis ins kleinste Detail selbst auszuarbeiten. Die Doktoranden und Postdoktoranden sind die Hauptarbeitskräfte jeder Forschungsgruppe. Aber ohne Professorinnen und Professoren geht es nicht, weil die sind genau die Leute, die das Gesamtbild entwickeln, das Konzept der Forschung entwickeln. Wir verbringen sehr viel Zeit beim Planen, was der nächste Schritt ist. Wir schreiben sehr viele Grants, um Geld dafür zu bekommen. Und wir leiten die Gruppe. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit beim Diskutieren mit Doktoranden und Postdoktoranden und empfehlen ihnen, dies oder das zu machen oder in die eine oder andere Richtung zu forschen. Viele denken, wenn sie Professor hören, vor allem erstmal an den Hörsaal. Denn da trifft man sie ja, die Professoren, wenn man selbst Student ist. Von meinen Freunden, die in die Wissenschaft gegangen sind, weiß ich aber, dass es gar nicht nur um Lehre geht, sondern auch sehr viel darum, immer möglichst viele Paper zu schreiben. Wie erlebst du, Michel Imeschko, das Verhältnis von Forschung und Lehre? Es ist schon mal mit mir passiert, dass wenn ich sage, ich bin Professor, denken die meisten Leute, dass was ich den ganzen Tag mache, ist unterrichte. Das stimmt aber nicht. Die meisten Universitätsprofessoren sehen sich als Forscher. Was ich persönlich am IST Austria mache, ist vielleicht 90% Forschung und 10% Vorlesungen. Es hängt natürlich davon ab, wo man arbeitet. Es gibt verschiedene Stellen, an manchen muss man mehr unterrichten, an manchen weniger. Aber ich würde sagen, dass die meisten Professoren sehen Forschung als etwas extrem Wichtiges oder sogar das Wichtigste. Darüber hinaus, um Professorin oder Professor zu werden, muss man sehr viele sehr gute wissenschaftliche Artikel veröffentlichen. Als Doktorand oder Postdoktorand. Auch als Professor empfindet man einen bestimmten Druck, jedes Jahr mehrere Artikel in wissenschaftlichen Journalen zu veröffentlichen. Ansonsten bekommt man keine Grants, um Forschung machen zu können, und dann wird es sehr kompliziert, Forschung weiterzumachen. Und die meisten Professoren machen sehr gern Forschung. Klingt auf jeden Fall alles erstmal nach viel Arbeit. Jetzt fragen sich bestimmt viele meiner Zuschauer, Mischa, was verdienst du eigentlich? Ich sage dir ganz genau, wie viel ich verdiene. Das ist ungefähr... Falsche Motivation. Warum? Weil wenn du so eine Frage von Anfang an stellst, lohnt es sich einfach nicht. Als Professorin oder Professor kann man ziemlich gut leben. Das ist nicht zu viel Geld, aber es ist ziemlich gut. Die Frage ist, wie viele Leute dieses Niveau erreichen. Und schau mal, es gibt die Doktorarbeit. Zuerst muss man die Doktorarbeit machen und das dauert 3, 4, sogar 5 Jahre. Dann wird man ein Postdoc. Als Postdoc dauert es auch 2, 3, 4 Jahre pro Postdoc-Stelle. Und ziemlich oft muss man an verschiedenen Postdoc-Stellen gearbeitet zu haben, um Professorin oder Professor zu werden. Und alle diese Stellen befinden sich sehr oft in verschiedenen Ländern oder auf verschiedenen Kontinenten. Ich habe mein Bachelor und Masters in Russland gemacht, dann Doktorarbeit in Berlin, dann Postdoc
an der Harvard-Universität in Boston, in den USA. Und jetzt bin ich Professor in Österreich. Und am wichtigsten vielleicht weniger als 10%, 10% ist sehr optimistisch, von Leuten, die die Doktorarbeit abgeschlossen haben, werden Professorinnen und Professoren werden. Die Leute, die in Firmen oder in Industrie solche höhere Positionen erreichen, verdienen natürlich viel mehr als Professorinnen und Professoren. Alle diese Gehälter für Deutschland kann man im Internet finden. Für Doktorstudenten ist es normalerweise genug, um überleben zu können. Das ist 1.500 netto pro Monat oder so. Für Postdocs ist es vielleicht 40.000 bis 50.000 brutto pro Jahr. Darauf muss man sehr viele Steuern zahlen. Und für Professoren ist es extrem kompliziert. Das hängt davon ab, wo man arbeitet und wie viel Erfahrung man hat. Das fängt vielleicht mit 60.000 brutto pro Jahr an für sehr jungen Professoren und kann auch viel höher sein für älteren Professoren mit viel Erfahrung. Es hängt auch davon ab, in welchem Land man arbeitet. Aber überall, wo ich gearbeitet habe, man verdient ziemlich gut, man kann sich wohlfühlen. Aber wenn Geld deine Motivation ist, lohnt es sich nicht. Man kann in Firmen oder insbesondere im Finanzbereich viel mehr verdienen. Aber jetzt ist man als Professor natürlich sehr selbstständig und flexibel. Wie leicht und wie üblich ist es eigentlich, sich nebenbei noch ein bisschen was dazu zu verdienen? Zum Beispiel mit einem Startup. Es ist nicht so üblich, würde ich sagen, andere Einkommensquellen zu haben. Es gibt Naturwissenschaftler, die nebenbei ein Startup aufbauen. Das passiert normalerweise mit Experimentatorinnen und Experimentatoren. Sie entwickeln etwas im Labor, was für Forschung interessant ist, aber auch praktische Anwendungen hat. Dann machen sie eine kleine Spin-off-Company, um dieses Produkt dann herzustellen und vielleicht zu verkaufen. Das kann vielleicht ein neues Laser sein zum Beispiel oder ein elektronisches Gerät. Für Theoretiker ist es ein bisschen komplizierter. Was man machen kann, ist bestimmte Software-Packages zu produzieren und dann diese Software zu verkaufen. Ich würde aber sagen, das alles ist ziemlich unüblich. Vielleicht 10% der Professorinnen und Professoren haben eine Art von Startup. Gut, es muss ja auch nicht gleich eine ganze Firma sein. Wie sieht es zum Beispiel aus mit bezahlten Vorträgen oder vielleicht mit YouTube-Kanälen? Bezahlte Vorträge gibt es nicht. Davon habe ich nie gehört. Man haltet Vorträge immer ehrenamtlich, weil wir glauben, das ist unser Auftrag oder unsere Mission, die Gesellschaft auszubilden und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Manche Wissenschaftler können Consulting machen, also privat mit Firmen sprechen und vielleicht dafür Geld bekommen, aber ich würde sagen, das ist auch nicht so üblich. YouTube-Kanäle haben sehr wenige Professorinnen und Professoren, fast keine. Und auch ich drehe meine Videos ehrenamtlich. Ich habe keine Werbung auf meinem Kanal, ich bekomme kein Geld davon. Das ist mein teures Hobby. Also ich habe schon lange nicht mehr so schnell bei dem Kanal die Glocke aktiviert und ich hoffe, dass viele meiner Zuschauer es mir gleich tun. Also YouTube-Kanal Professor Lemeschko unbedingt abonnieren. Zum Schluss aber noch die Frage, was gefällt dir am besten an deinem Beruf? Was mir am besten in meinem Beruf gefällt, ist das. Die Freiheit, die ich habe, um was auch immer zu machen, was ich machen will. Die Freiheit, meine Forschungsthemen selbst zu wählen und auch, wie ich will, daran arbeiten zu dürfen. Es gibt keine festen Arbeitsstunden, man kann wann auch immer arbeiten, solange es der Resultat gibt. Und man befindet sich in einer Umgebung, die fast ausschließlich aus sehr intelligenten Menschen besteht. Das finde ich extrem wichtig. Das klingt wirklich sehr angenehm. Und die allerletzte Frage, wenn du nicht Professor geworden wärst, was dann? Wenn ich kein Professor geworden wäre, hätte ich vielleicht einen anderen Job. Vielleicht etwas, was mit Programmierung zu tun hat. Viele Physiker arbeiten in Großkonzernen wie Google oder Facebook, in Consulting Companies, in Finanzen. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, aber ich glaube, ich hätte was gefunden. Es gibt fast keine arbeitslosen Physiker. Das Video hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es dir, dem Zuschauer, genauso geht. Wenn ja, rauf auf den Like-Button. Und wenn du noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen hast an mich oder an Misha Lemeschko, dann schreib sie jetzt als Kommentar unter das Video. Misha Lemeschko, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Antworten. Schönen Dank, Niklas. Es war mir ein riesiges Vergnügen, dieses Video für dich drehen zu dürfen. Und ich hoffe, viele von euch und dich persönlich auch auf meinem Kanal willkommen zu dürfen. Schönen Dank, bis zum nächsten Mal. This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching and waiting for that first mistake. Don't come up missing. Don't get it twisted. I'm not Rihanna, but boy, you a